Ja, hallo, wir sind gerade hier im Kursraum in München und ich habe zwei Teilnehmerinnen der Online-Ausbildung und zwar die Karin und die Andrea. Und jetzt will ich die beiden mal fragen, wie denn überhaupt der Kurs so war. Also, Andrea, wie war der Praxistag heute? Es war sehr, sehr super interessant für mich. Ich habe Schön. Neues gelernt und durch die Grundrisse, die wir selbst bearbeiten mussten, mit meiner bin ich weitergekommen und ich Schön. habe Neues gelernt von den anderen Grundrissen. Es war, als ich wäre dabei bei Beratungen. Toll. Und die Das ist ja toll. Meisterin habe ich bei der Arbeit zu gesehen. Das finde ich ganz toll von dir. Ja, du hattest ja auch einen spannenden Grundriss. Ich weiß, du wirst jetzt einige Veränderungen machen und ich bin schon gespannt, was da alles rauskommt. Ja, Carmen, eine Frage an dich. Also, du bist ja sehr begeistert von der Online-Ausbildung. Genau. Was ist der Vorteil? Was findest du da gut dran? Ich finde super daran, dass man es in seinem eigenen Tempo machen kann, natürlich. Immer wenn man Zeit und Muße hat, das dann auch durchzuarbeiten. Und es ist sehr verständlich. Also es ist aufeinander aufgebaut, sehr verständlich. Man kann wieder ein paar Schritte zurückgehen und nochmal. Und ja, es ist, man kommt so Stück für Stück dahinter. Also was ich ja toll finde, weil eigentlich haben wir uns ja jetzt erstmal so richtig persönlich kennengelernt, gell? Und trotzdem fühle ich, dass ihr schon immer dabei gewesen wärt, weil durch diese Facebook-Gruppe war ja ganz toll. Also ihr habt den Grundriss schon reingestellt, ihr habt die Fragen schon gestellt. Und wie findest du dieses System, dass wir bei Facebook in der Gruppe diskutieren und was ist deine Erfahrung damit, Carmen? Also ich finde es super auch, weil man bekommt ein Feedback einfach von seinen Ausarbeitungen. Man weiß ja nicht immer genau, stimmt das jetzt so, wie ich denke, funktioniert das jetzt? Und man kann es dann einfach reinstellen und die anderen Auszubildenden können dann einfach auch ihr Feedback geben. Und dann kann man überprüfen, ist das jetzt richtig, war mein Gedanke richtig oder muss ich vielleicht da noch was korrigieren? Und sag mal, du hast ja gesagt, ich gebe immer meinen Senf dazu, oder? Ja, weil ich meinte es positiv. Und ich bin immer gespannt auf deine Meinung. Ich lese alles und dann versuche ich mir auch eine Meinung zu bilden, aber dann warte ich auf die Entscheidende und da lerne ich auch noch dazu. Und ich fühle mich dort unterstützt und Ja. nicht allein. Das finde ich Also, eigentlich das ja. Tolle. Also das finde ich Eine einfach das Wichtigste. Gemeinsamkeit, ja. Genau. Ja, jetzt sind es zwei ausgebildete Beraterinnen. Also die kann man natürlich auch buchen. Sag mal, Andrea, wo wohnst du denn? Ich wohne in Pfarrenshausen, Ja. das ist im Norden von München, neben dem Also, Flughafen. Münchner, gell? Jetzt habt ihr die neue Beraterin hier. Ja, Ja. Carmen, wie sieht es bei dir aus? Du nimmst ja auch Aufträge an, oder? Ja, gerne, natürlich, sehr gerne. Ich im Schwarzwald, Raum Schwarzwald, Villingen-Schwenningen, da wohne ich. Ja, super. Also bitte buchen, ja? Das sind gut ausgebildete Beraterinnen, denn das weiß ich schon, weil wir haben ja diese Facebook-Gruppe und ich kann immer sehen, wie die Fragen sind und die sind schon sehr, sehr tief. Wir haben auch schon viele fortgeschrittene Techniken dort kennengelernt und was auch immer so schön ist, wenn ihr dann live auch dabei seid. Ich gehe oft live auf Facebook und da kenne ich euch irgendwie schon so ganz genau und weiß ganz genau, was ihr könnt und ich bin ganz, ganz stolz, dass ihr die Ausbildung jetzt abgeschlossen habt und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und vom ganzen Herzen viele, viele Aufträge. Vielen Dank, ja, Danke. ja. Okay, also Genau. bis bald. Tschüss.